Ja, die Ausstellung Dialog hier in der Bezirksregierung Köln zeigt eine Bilderstrecke, die sich mit dem Raum bzw. mit der Vorstellung des Raumes in der Bildebene beschäftigt. Also diese Arbeit ist aus dem Jahre 2012. Es ist eine farbige Arbeit, gemalt mit Eitempera. Und die Eitempera hat die Besonderheit, flach auf der Bildebene zu liegen. Also sie trägt nicht auf. Und sie gibt eine matte, sehr schöne, matte, textile Oberfläche. In dem Bild sieht man Flächen und diese Flächen sind transparent hintereinander gelegt, sodass man über die blickdichten Flächen und die transparenten Flächen in die Bildebene hineinkommt. Ja, seit dem Jahr 2013 ist nun gänzlich die Farbe aus den Bildern verschwunden. Das heißt, die atmosphärische Wirkung der Farbe ist weg und auch die Tiefenwirkung, die eine Farbe erzeugen kann, ist auch aus den Bildern verschwunden. Es wurde reduziert auf ein Schwarz-Weiß, auf ein Hell-Dunkel, auf ein Licht und Schatten. Und mit diesem Licht und Schatten habe ich nun Volumen hergestellt und modelliert. Durch die Modellierung des Hell-Dunkels entstanden Körper und es entstand eine rhythmisierte und gewölbte Bildebene in der Vorstellung. Beibehalten wurde die Pinselführung. Sie läuft entweder senkrecht oder waagerecht und verweist somit auf die Bildebene. Also bei diesem Bild fällt vielleicht auf, dass es viele weiße Flächen noch hat. Es werden nicht alle Volumen durchformuliert, nicht alle Körper werden bis zu Ende gemalt und verschwinden demnach im Weiß. Für mich war das der Zeitpunkt, wo ich es spannend fand, dass der Betrachter oder der Schauer auf das Bild noch weiterdenken kann, sich das Bild zu Ende formulieren kann. In einigen meiner Arbeiten sieht man senkrechte Linien. Diese Linien sind nicht aufgemalt, sondern die sind oftmals stehen gelassen. Man sieht hier auf den Grund der Leinwand und man kann dort oftmals die Geschichte eines Bildes ablesen. Optisch erscheint die Linie fast vorne und dahinter erscheint dann der Körper. Von der Machart her ist es aber genau umgekehrt, dass die Linie die Leinwand ist und der Körper später gemalt ist. Bei diesem Bild fällt auf, dass es auf den ersten Blick als symmetrische Spiegelung erscheint. Also die rechte Seite ebenso wie die linke Seite. Doch bei näherem Betrachten, bei längerem Betrachten, wird man feststellen, dass
es keine symmetrische Anordnung ist. Immer wieder wechselt das Licht in eine andere Position und es wechseln auch die senkrechten und die waagerechten Linien in diesem Bild. Ich finde es spannend, dass man im ersten Augenblick das Gefühl hat, man hat alles verstanden. Und dann kommt bei einem längeren Betrachten der Punkt, wo man doch immer wieder etwas entdeckt und wo man so leicht in die Bilder hineingewogen wird und so leicht mitgenommen wird in die Bilder. Ja, die Holzschnitte sind nun der dritte und letzte Teil dieser Ausstellung. Sie ergeben sich folgerichtig aus den Bildern und treiben so die Idee nochmal auf die Spitze. Dieser Holzschnittzyklus besteht aus 27 Einzelarbeiten. Dafür sind, ich glaube, 16 unterschiedliche Druckstöcke gefertigt worden, also eine Art Modulsystem. Diese Module oder diese Druckstöcke wurden dann unterschiedlich angeordnet und so ergeben sich im Blatt, im Bild immer wieder andere Räume und Wölbungen.